Ich habe auf der Sommerakademie in Salzburg assistiert, einige Jahre lang auf den Fotoklassen, und habe auch mal als Fotograf die Sommerakademie begleitet, habe alle Kurse fotografiert und fürs Archiv oder für den Katalog, und habe dann am Ende der Saison also viel mehr Fotos abgegeben, als ich hätte müssen, hunderte von Fotos. Und im nächsten Jahr hat mir die Protagonistin, die Frau Walli, eben gesagt, ich hätte ein Problem, weil ich mehr Männer als Frauen fotografiert habe. Und kurz später habe ich dann eben gehört, dass sie einen Jemeniten geheiratet hat als dessen Zweitfrau, und habe mir gedacht, das könnte spannend werden. Frau Walli ist eine sehr autoritäre Person, also hat Autorität auch aus ihrer Berufserfahrung heraus. Und das sieht man ja auch im Film. Also hat schon teilweise versucht, mitzubestimmen, in welche Richtung es geht. Und das ist klar, dass dann Konflikte entstehen mit dem Regisseur. Ich nehme meistens Themen eigentlich, die mich faszinieren oder wo ich irgendwann einen Widerspruch sehe. Und den versuche ich dann mit der Kamera nicht unbedingt aufzulösen, aber dem nachzuspüren. Ich weiß selber eigentlich nie, worauf ich hinaus will. Und das ist eine Freiheit, aber die ich dadurch habe, die glaube ich, für den Dokumentarfilm ganz wichtig ist und mir zumindest gut tut. Es kommt dann beim Schnitt zusammen alles. Es war irgendwie sehr schön dann für mich zu sehen beim Schnitt, dass das alle diese Dinge, diese Telefongespräche, die es da gibt, sind wirklich aus Intuition entstanden. Also da wurde die Kamera eingeschaltet. Wir haben uns da nicht, es wäre nicht der Stil, in dem ich arbeiten würde. Also ich glaube, man sieht das dann auch, dass das nicht gespielt ist in keiner Weise und nicht arrangiert ist. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist es sogar hinderlich, wenn man zu viel Zeit hat. Also mir geht es oft so, wenn ich diese völlige Freiheit habe, wenn niemand auf den Film wartet, und ich denke mir, ich habe schon angefangen zu schneiden, und dann denke ich mir, ich bräuchte jetzt noch irgendwas. Dann habe ich nochmal, obwohl ich schon geschnitten habe eigentlich, nochmal was nachgedreht. Da wird es dann oft, kommt man zu einem Punkt, wo, das ist meine Erfahrung, nervös wird, dass man noch mehr kriegt, noch alles kriegt, und das ist dann gar nicht mehr gut für den Film. Nein, also keine Drehzeiten, keine vorhergesehenen. Das war bis jetzt eigentlich, habe ich überhaupt noch nie gehabt bei keinem Film, und bei dem wäre es auch gar nicht möglich gewesen. Ich arbeite in sehr kleinem Team, also meistens ganz allein und diesmal mit meiner Frau zusammen. Und auch da, glaube ich, muss man einfach flexibel bleiben. Das war dieser Film ja eigentlich eine Langzeitbeobachtung. Also wir haben 2 Jahre gedreht, um diesen ganzen Wechsel mitverfolgen zu können von noch der Arbeit auf der Sommerakademie und dann die Pensionierung und dann auch dieser Schritt in den Jemen.